Guten Morgen und herzlich willkommen am Montag, den 28.12. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und ich begrüße euch zu unserem vorletzten Marktkommentar im Jahr 2020 in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy und ja, weise am Anfang direkt mal darauf hin, zum Quartalsstart am 1. Januar beginnt wieder unser Level 1. Wenn ihr interessiert seid an den Strategien, wenn ihr interessiert seid, daran am Trading zu lernen, dann kann ich euch das wärmstens empfehlen. Schaut einfach mal auf unserer Webseite www.tradag.info nach und findet dort weitere Informationen. Jetzt aber zu den einzelnen Märkten. Ich steige mal mit der größten Rallye, die über die Feiertage stattgefunden hat. Die meisten Märkte waren ja geschlossen, aber offen hatte der Bitcoin und der hat hier neue Allzeithochs erreicht im Euro-Bereich bis 23.000 Euro nach oben. Und ihr erinnert euch, dass wir Anfang Dezember hier grundsätzlich eine neue Positionierung vorgenommen haben, dass wir hier gesagt haben, auch die Cryptocurrencies haben ein Kaufsignal gegeben, was definitiv den Bitcoin wahrscheinlich über 30.000 katapultieren sollte. Und wir haben dieses Kaufsignal aus einer ganz bestimmten Sicht beleuchtet, denn ja, wir hatten im Bitcoin bis jetzt zwei Blasen. Die erste Blase ging so von vom Start bis ungefähr 1.000. Danach gab es einen ziemlichen Crash im Bitcoin. Dann gab es die zweite Blase, die ging so bis 18.000, 19.000 und danach gab es wieder einen Crash. Und wir hatten damals vor zwei, drei Jahren ein Video gemacht, als wir so um die 18.000 waren und darauf hingewiesen, dass der Markt eben in Blasenbildung war und ja eben hier ungefähr eine 70-80%ige Korrektur wahrscheinlich ansteht, die dann ja auch gekommen ist. Und jetzt sind wir sozusagen in dem nächsten Schub, in dieser dritten Blase, die die ersten beiden eigentlich in den Dimensionen vollkommen schlagen sollte. Wir haben natürlich jetzt durch viele, viele Faktoren, aber insbesondere diese Faktoren, und das ist für mich der wichtigste, dass ja fast 30% der ausstehenden Geldmenge in den letzten 12 Monaten gedruckt wurde. Durch dieses viele, viele Geld haben wir ja die Kraft für super Bubbles in allen Märkten und ja, die wird natürlich sichtbar, gerade wenn es so um solche Phänomene wie den Bitcoin geht. Und deswegen haben wir mittlerweile auch hier eine ganz andere Meinung zum Bitcoin, als wir das noch vor zwei, drei Jahren hatten. Aber er hat eben auch ein ganz anderes Entwicklungsstadium erreicht. Ja, und was bedeutet das oder warum habe ich das Ganze entsprechend erwähnt, ich das eingehend zu unserem Marktkommentar, weil wir natürlich heute im DAX Richtung All-Time High unterwegs sind und am All-Time High S&P, alle Märkte strömen hier nach oben. Wir haben hier diese Aufwärtstrends und das wollen wir jetzt einfach im Einzelnen nochmal genau beleuchten und entsprechend schauen, ja, was geht hier. Schauen wir erstmal den S&P, den wir hier haben. Wir sehen hier nur mit der normalen Sitzung, also Nachtsitzung ist ausgeblendet. Wir hatten hier einen Aufwärtstrend, der ein bisschen ins Stocken gekommen ist, der hier eigentlich so eine Box gebildet hat, aus der er also mit einer sogenannten ABC-Formation, ja, die typische Korrekturformation ist, sozusagen in die nächste Impulswelle gelaufen ist. Diese nächste Impulswelle hat erstmal die entsprechende Dynamik gehabt, ist jetzt aber hier zum Jahresende so ein bisschen, naja, relativ flat. Das heißt, wir sehen hier nachlassendes Momentum. Wir haben hier viele Sentiment-Indikatoren gehabt, die Alarm geschlagen haben. Aber wir haben immer darauf hingewiesen, Leute, verlasst euch nicht auf das Sentiment. Sentiment ist kein guter Timing-Faktor. Wir brauchen tatsächlich auch Timing-Faktoren, die uns sagen, hier könnte ein wesentliches Top sein. Denn noch ist dieser Trend hier einwandfrei aufwärts gerichtet. Dann haben wir hier an diesem Tag hier, haben wir von unserem 3-Sigma-System ein Verkaufssignal bekommen. Auch hier muss ich sagen, das 3-Sigma-System ist ein gutes System, was die viele große Tops vorausgesagt hat, wie jedes System natürlich aber auch Fehlsignale produzieren kann, aber vor allem auch vom Timing her manchmal ein mehrfach Ansatz braucht. Das heißt, das schließt nicht aus, dass der Markt hier nochmal neue All-Time-Highs macht. Und wenn wir die saisonale Faktoren uns betrachten, dann sind wir genau jetzt hier nochmal in dieser quasi umsatzschwachen, aber gierigen Jahresendrallye, wo eben jeder nochmal sich positionieren möchte für 2021 mit Aktien. Und das natürlich auch zum guten Grund. Das ganze viele Geld, was
gemacht wurde, das ganze viele Geld, was gedruckt wurde, das ganze viele Geld, was jetzt auch wieder ausgegeben wird. Also wir haben in den USA Verabschiedung des Hilfspakets. Trump hat jetzt doch unterzeichnet. Es gibt für jeden Amerikaner $600, sind nicht die geforderten 2.000. Aber wie dem auch sei, wir haben überall Liquidität ohne Ende. Und diese Liquidität, die muss irgendwo hin. So große Kopfkissen haben gar nicht die Investoren, dass sie die da drunter packen können. Und auch wenn viele Ökonomen davon sprechen, dass dieses Geld gehortet wird und deshalb keine Inflation entfacht, haben wir hier diese andere Theorie, dass es natürlich nicht irgendwie nutzlos rumliegt, sondern dass es eine Asset Price Inflation gibt. Das heißt, dass alles, was Assets ist, was Wertpapiere ist, ob das Immobilien sind, ob das Aktien sind, ob es der Bitcoin ist, dass dieses Geld hier in diesen Märkten eine Superbubble produziert. Jetzt ist der eine oder andere vielleicht abgeschreckt von dem Wort Superbubble, aber Superbubble heißt einfach, dass so eine Rallye durchaus noch extrem gehen kann. Und die Beispiele, die wir hier mehrfach auch schon gebracht haben und das Referenzmodell, was ich hier auch verwende, ist der Nikkei im Jahr 1989. Also ich nehme gar nicht die Dotcom-Blase, sondern ich nehme den Nikkei im Jahr 1989, der dann ja sich nochmal in seiner letzten Phase von 20.000 auf 40.000 entwickelt hat. So what, warum nicht für den Dow genau das Gleiche, warum nicht für die anderen Märkte genau das Gleiche? Wenn wir das damals allerdings auf den Nikkei zurückrechnen, dann müssten wir heutzutage noch höhere Kursziele für die Aktienmärkte hergeben, weil viel, viel mehr Geld im Umlauf ist. Viele halten sich die Hände über den Kopf und sagen, wie lange soll das Ganze noch gut gehen? Das kann doch gar nicht gut gehen. Und hier kommt der wichtige Punkt. Wir sagen auch nicht, dass das Ganze gut gehen wird, aber wir gehen hier raus aus der Reihe von den Crash-Propheten, die meines Erachtens unseriöses Handwerk deshalb tun, weil niemand, aber auch wirklich niemand voraussagen kann, wann es kommt. Und es ist niemandem damit genützt, wenn man nicht weiß, wann der Crash kommt. Denn ich meine, wir haben Leute, die reden da seit 5 Jahren von, wir haben Leute, die reden seit 10 und manche schon seit 20 Jahren davon. Fakt ist, dass solange wie der Markt hier eben im Aufwärtstrend ist, versuchen wir natürlich dann hier auch diese Trends noch mitzunehmen, diese Trends zu nutzen. Und wenn es dann natürlich Verkaufssignale gibt, dann machen wir auch diese Verkaufssignale. So ist es für uns jetzt so, dass wir jetzt hier durch dieses 2-Sigma-Signal ein Verkaufssignal bekommen. Da wissen wir allerdings dann nicht genau, das einzuordnen, weil wie gesagt heute der Markt jetzt erstmal noch neue Hochs hat. Ich würde das aber nicht überbewerten aufgrund der All-Time-Highs, die wir hier haben. Aber ich würde jetzt hier auch never ever mit Riesenpositionen hantieren, sondern für das klein erstmal hier in den Markt reingehen. Und ja, der Markt ist hier in einer Position, die ich nenne Fear of Missing It Out Rally. Das heißt, ich befürchte per Saldo, dass wir hier eher ein Fehlsignal haben. Wir haben hier einige Verkaufssignale, die getriggert wurden. Also wir hatten hier ein Verkaufssignal für den Markt, wir hatten jetzt hier ein Verkaufssignal. Und die Systeme, die ich benutze, sind ja nicht die ich alleine benutze, sondern das sind viele, viele größere Hedgefonds, die sowas auch nehmen. Und ich glaube einfach, dass sich hier eine Möglichkeit aufgebaut hat, dass hier eben durch den ganzen Druck dann eben doch einige schief liegen und wir in diese Fear of Missing It Out Rally kommen. Das heißt, diese Angst, was zu verpassen. Und das andere ist der Squeeze Out, die Leute, die eben hier gesagt haben, das kann doch nicht ganz so sein. Das Ganze kann doch nicht ewig nach oben gehen und man sieht eben, das Ganze kann doch. Also, wie positionieren wir uns jetzt für das Jahresende? Ich blende jetzt mal die Nachtsitzung im S&P mit ein. Wir sind hier leicht nach vorne, wir sehen aber insgesamt sieht das Ganze so aus, als ob wir diese Tops hier rausnehmen und der heutige Tag wahrscheinlich aufwärts ist. Ich bin persönlich nicht derjenige, der jetzt zwischen den Feiertagen extrem viel handelt. Ich versuche eher die Bücher zu schließen, versuche mich aufs nächste Jahr zu konzentrieren und mir zu überlegen, was kann nächstes Jahr entsprechend sein. Wenn wir uns den DAX anschauen, dann sehen wir, der DAX macht hier und holt sich hier ein neues Hoch. Und dieses Hoch ist entscheidend, weil dieses Hoch kommt dann nach einer, also wir hatten hier diese Konsolidierungsbase, dann hatten wir hier diesen Backtest, der auch ein Verkaufssignal im Aufwärtstrend fast produziert hätte, weil es fast ein doppelter ATR-Tag war, aber eben dann doch nicht, weil wir ein zu großes Retracement hatten. Ja, und jetzt gehen wir hier mit dem neuen Hoch in die Nähe von den All-Time-Highs hier. Das ist hier ein Adjusted Future, deswegen, also hier werden immer die Kontrakte angepasst, drangelegt, deswegen sind hier Aufgelder mit zu berücksichtigen, aber wenn das hier der Fall ist, dann ist das hier die erste Bewegung gewesen, das hier die zweite und wir haben und wir sind hier in den Startlöchern für diese sogenannte dritte Welle und die dritte Welle ist immer die kräftigste, die brutalste und die stärkste. Einfach nochmal hier zu zeigen, also hier war die erste, hier war die zweite, das ist hier die dritte, die vierte
Und dann kam hier eben die fünfte Welle. Das war der erste Impuls. So, danach haben wir eine ABC-Korrektur gesehen, in welcher Form auch immer. Wir können auch die 5 ein bisschen anders setzen, das ist jetzt auch egal. Haben eine ABC-Korrektur gesehen und Markt hat sich jetzt hier definitiv positioniert für einen Bullrun, also für Kaufsignale. Und ja, da bei 343 ist es dann eben so, da wird man wahrscheinlich keine großen Rückgänge sehen. Das ist erstmal zumindest das wahrscheinlichste Szenario. Wir sehen den Markt erstmal weiter aufwärts, weil er uns auch keine Abwärtszeichen gibt. Und so werden wir ihn versuchen, auch die letzten Tage noch zu handeln. Apropos aufwärts, wir haben natürlich einen Markt, der hier brutalst aufwärts gerichtet ist, wo wir auch höhere Kursziele noch sehen, das ist der Euro. Der Euro von vielen, vielen unterschätzt, weil viele sehen die Problematik, dass in der EZB hier natürlich riesen Schulden angehäuft wurden, riesen Probleme mit dem Bond-Buying-Programm entstehen, weil dieses viele Geld im Umlauf gebracht wird. Aber was viele vergessen ist, dass im Gegensatz zur EZB, die schon wenn man die ausstehende Geldmenge ins Verhältnis setzt zum Bruttosozialprodukt, viel weiter fortgeschritten ist als die USA. Das heißt, die USA hat hier noch mehr Möglichkeiten. Und es geht hier sozusagen um den finalen Endkampf der Notenbanken quasi, um hier was zu retten, was nicht zu retten ist. Und da hat einfach die Fed noch mehr Munition und das spielt sich hier wieder. Und mehr Munition heißt, man kann den Dollar eben dann auch noch mehr abwerten durch mehr Drucken. Und es kommen mehr Dollar im Umlauf, als Euros im Umlauf kommen. Das ist ein Wettrennen der Notbanken, wer schafft mehr Geld zu drucken. Aber der Markt geht davon aus, dass die USA hier mehr Geld drucken werden wird. Und ja, technisch gesehen sind wir im Aufwärtstrend. Wir gehen davon aus, Euro wird Richtung 1,27 laufen. Für uns deshalb weiterhin ein ganz klarer Kaufmarkt auf der Long-Seite. Ja, und letzter Markt ist der Bund Future. Hier tummeln sich eigentlich ja die Notenbanken indirekt wieder, dass sie die Anleihen kaufen. Wir sehen aber hier nicht unbedingt wir haben einen kleinen Abverkauf hier in den letzten Tagen gesehen. Wir sehen hier nicht unbedingt eine spaßige Rallye. Das liegt daran, dass das schon lange, lange zurückliegt und dass hier eigentlich der Markt nur noch von einem Teilnehmer gemacht wird, der Notenbank. Und niemand hier sich mehr richtig engagieren möchte, weder auf der Long- noch auf der Short-Seite. Und von daher ist es eher, wir sehen das hier im Dreieck, in einem Seitwärtsmarkt, im Dreieck. Wir gehen davon aus, dass wir nochmal nach oben dieses Top hier erreichen können, aber so what, wahrscheinlich dann erst nach im neuen Jahr und ist jetzt im Moment nicht der Schwerpunktmarkt. Ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben extrem viel Geld im Umlauf. Dieses ganze Geld wird 2021 in die Märkte weiter reinströmen. Es wird eine Inflation verursachen, aber die Inflation wird im ersten Grund eine Asset Price Inflation sein. Diese Asset Price Inflation kommt sozusagen dem Crash entgegen. Also wenn viele Leute hier einen Crash befürchten, dieses ganze Geld muss sozusagen erst noch und solange es in den Markt reinströmt und solange Vertrauen in die Notenbanken ist, läuft dieses ganze Spiel noch. Ich weiß, es wird eines Tages vorbei sein und ich weiß, es reicht dann auch an diesen Tagen sozusagen zu agieren. Man muss sich sozusagen vorher nicht riesig positionieren, aber man muss natürlich wissen, welche Trading-Signale geben einen auf der Long-Seite und welche geben einen auf der Short-Seite eben entsprechend Informationen. Und derzeit sind die Märkte eben noch auf diese Long-Seite eingestellt. Ja, soweit erstmal heute unser Marktkommentar. Ich verabschiede mich noch nicht aus dem Jahr. Morgen gibt es nochmal einen zweiten und nochmal für alle die es interessiert. Wie gesagt, wir starten mit unserem Level 1 Kurs. 90 Tage, wer 90 Tage trainieren, lernen möchte, wer hier einen Überblick bekommen möchte, wer uns kennenlernen möchte, für den ist genau dieser Kurs was und www.tradak.info findet ihr alle weiteren Informationen. Bis morgen, bye bye, euer Birger.